Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silfi und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie kann es sein, dass Nuno durch einen, ich sag mal, kleinen Change, ja, es, also im Sinne von, es ist ja kein ganzes Rework oder so, so OP jetzt auf die Server kommen kann. Im Voraus, ja, ich habe ja vor einem Monat oder zwei, Pi mal Daumen, dieses Zoe-Video gemacht, wo ich gesagt habe, Zoe ist komplett broken. Wie kann das sein? Viele von euch meinten, Silfi, sie ist gar nicht broken. Du bist einfach nur scheiße. Jeder Pro-Player hat gesagt, sie ist broken. Ich habe auch gesagt, sie ist broken. Jeder hat gesagt, sie ist broken, außer ihr. Ja, weil ihr der Meinung seid, dodge doch einfach die E. Leute, so einfach ist das nicht. Zoe ist gerade immer noch einer der Top-Midlaner gerade. Ich glaube, sie hat eine 55%ige Winrate oder 54? Auf 8% Pickrate. Das ist gut. Aber okay. Kommen wir jetzt hier zu dem Nunu-Kram. Wichtig ist, dass wir hier sagen müssen, Nuno ist kein neuer Champion. Nuno ist auch kein Rework. Ich kann am Anfang verstehen, dass Riot ihre gereworkten Champions oder die neuen Champions immer etwas stark rausbringt, aus dem Sinn, die Leute sollen es spielen. Dadurch bekommt Riot mehr Daten rein. Zum Beispiel, wie ist der Win-Unterschied auf Low- und High-Elo als Beispiel, ne? Da kann man halt sehen, okay, High-Elo gewinnt mehr Games, vielleicht ist der Champion sehr mechanical und so weiter und so fort, kann halt dann weiter drauf eingehen. Beim Rework eigentlich genauso. Nur ist Nuno ein sehr stumpfer Champion. Leute, Nunu-Spieler brauchen keinen Skill. Also Nunu ist mechanisch auf Null. Du drückst mal auf Q, du drückst mal auf W, vielleicht eine E ab und zu, wenn du fancy sein willst. Aber an sich können wir Nunu nicht mit einem Yasuo vergleichen, sag ich mal. Ja, oder mit einem Lee. Das sind skilltechnisch zwei völlig verschiedene Champions. Nunu ist sehr basic. Ein Bronzespieler könnte Nunu... Okay, Moment mal, seitdem ich Bronze im Brennpunkt mache, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wenn ich das sage. Ein Silber-Elo-Spieler könnte Nunu mechanisch genauso gut spielen wie ein Challenger-Elo-Spieler. Ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Pi mal Daumen, wisst ihr ja, worauf ich hinausgehen möchte. Und jetzt gibt es ganz viele Statements von Riot, von der Community und so weiter und so fort zu diesem Thema, die ich jetzt hier rausgesucht habe, die ich auch ein bisschen mit euch durchgehen möchte, weil ich finde, das geht ja einfach nicht. Wenn ich mir Patch Notes durchlese oder auch als wir die PBE Notes hatten, habe ich euch sofort gesagt, Nunu wird OP sein. Gerade in Kombination mit einigen Champions wie ne, Azir, Kayle, Diana von mir aus. Halt diese AP Auto-Attack Champions. Die kriegen da sehr viel Nutzen draus. Und deswegen gehen wir jetzt hier einige Sachen durch. Es gibt eine Sache, die ich gelesen habe, die von einem Riotler kam. Die Quelle habe ich leider nicht gefunden. Aber damit, das mache ich erst am Ende. Ne? So, wir haben einmal das hier. Das hier ist, ne, wurde halt zitiert von jemand anderem. So, I'm gonna chime in because it's not fair to blame the playtesters. Ganz wichtig, Riot hat zwei Teams, soweit ich weiß, die Änderungen durchgehen. Sie haben ihr internes Playtester-Team und sie haben ein normales Playtester-Team, was halt auch aus Riotland besteht, aber die sind dann ein bisschen mehr High-Elo, ne? Eine Frage an euch, bevor ich das hier mache, ja? Als ich damals diese Videos gemacht habe, wo ich englische Texte durchgegangen bin, wurde sich darüber beschwert, Silfi, ich check das gar nicht, kannst du es übersetzen? Jetzt beschweren sich einige, boah, Silfi, dass du es übersetzt, das finde ich echt beschissen, ja? Wie sehr stört euch das? Würde mich mal interessieren. Das, weil ich kann es ja nicht jedem recht machen, ich will es aber der Mehrheit recht machen. Deswegen schreibt es mal einfach in die Kommentare rein, von wegen Silfi, ich find's gut oder Silfi, ich find's scheiße und so weiter und so fort. Vielleicht finde ich dann einen Mittelweg, aber ich brauche da Feedback von euch, ne? Deswegen mache ich es erstmal so wie immer. Yesterday's Beyond the Rift, also ne, das ist ein Podcast von Cutie Pie und Scarra, had two writers as guests. Also es waren zwei Writer als Gast dabei bei Beyond the Rift. One playtester, King Cobra, ex High Elo Cassiopeia OTP, and a guy from the Champion Design Team. Forgot his name, he worked on Swain. They talked about Nunu changes and how they were put on life. King Cobra from the playtest team said that when they tested it, they tried out stuff like Azir plus Nunu and other fun combos and knew immediately that while the concept was cool, numbers were way too high. Das heißt, sie haben über die Nunu-Änderung geredet, als er auf den Live-Server drauf gekommen ist. Und King Cobra vom Playtester-Team, der ja auch ein High-Elo-Spieler ist, ich kenne seine Elo nicht, aber ich denke mal, unter High-Elo können wir hier Diamond 1 Plus reinnehmen, hat gesagt, dass die Sachen ausprobiert haben, wie Azir und Nunu, das war ja auch mein erster Gedanke, Azir und Nunu, einfach nur Azir, weil er jetzt gerade auf dem jetzigen Patch einer der besten Midlaner ist. Und sie haben auch noch andere Kombinationen ausprobiert und wussten sofort, dass das Konzept zwar cool ist, aber von den Nummern her super OP ist, da stimme ich auch zu. Ne? Wie war das? 140 AP ist halt sehr viel Gold. Und gerade sowas wie Azir kann das halt nochmal extremst ausnutzen, weil er auch von der Attack Speed profitiert. They reported this information
numbers are too high to the gameplay team and the people that are responsible for using the information and make changes accordingly. Das heißt, das Playtester-Team probiert aus, gibt die Informationen weiter und das Gameplay-Team entscheidet dann, was mache ich mit diesen Informationen. Das ist so wie ein Jungler sein, okay? Das Gameplay-Team ist der Jungler und die Gameplay-Tester sind die Laner. Die Laner geben Informationen an den Jungler durch und was der, ne, zum Beispiel keinen Flash. Und was dann das Gameplay-Team macht, also der Jungler mit den Informationen, ist dann seine Sache. Obviously they were ignored, even though he didn't say that directly. We can see that this was shipped to life, even when they were warned about how OP it was. Also wurde das, was die Gameplay-Tester gesagt haben, ignoriert, weil die Änderungen sind auf den Live-Server gekommen. Obwohl sie gesagt haben, das ist viel zu OP. Das kann ja nicht sein. Ja? So please don't blame playtesters. They did what they're paid to do well and the people that should have listened to them didn't. Ne? Das heißt, blame nicht die Playtester. Sie haben das gemacht, was sie machen sollten. Aber das Team, was danach dafür zuständig ist, mit den Informationen zu machen, hat nichts damit gemacht. Blame the idiots responsible for that because this is pathetic. Ne? Blame die Leute, die dafür zuständig sind. They have in-house testers and even PBE la and don't give a fuck about it. Recent patches have been way below Riot's usual standards for balance, so something needs to change. Also sagt hier, die letzten Balance-Changes sind einfach kompletter Müll, da stimme ich zu. Zoe ist immer noch extrem stark, zwar nicht mehr ganz so stark. Wir hatten Malzahar, der ganz lange Super Aids war, auch als Roots oder Ornn zum Beispiel, war ja auch sehr lange und ist immer noch ein Problem. Im Sinne von, er wurde zwar genervt, aber wurde nicht an der richtigen Stelle genervt. So, this game will never be perfectly balanced. No, das Game wird niemals perfekt gebalanced sein. But recently we have changes that are out of this world. Also, ne, es gibt Änderungen, die einfach außerhalb dieser Welt sind. Stimme ich auch zu. You can't just up a champion's win rate by 10% in a single patch. This is not healthy. Especially when we're talking about Lulu, that has one of the lowest mechanical skill flaws in League. Also, es darf nicht sein, dass ein Champion eine 10%ige erhöhte win rate bekommt. Am ersten Tag auch noch. Das ist nicht gesund fürs Spiel, besonders wenn es um Nulu geht, ein Champion, der mechanisch sehr einfach zu spielen ist. Ne, hier ist ganz wichtig, 10% am Anfang, wo ein Patch kommt, wo ein Champion, den keiner Sau spielt, wenn er 10% dazu bekommt. Weil, sind wir mal ehrlich, auch wenn Nulu recht einfach zu spielen ist, muss man halt erstmal ein bisschen in die Materie reinkommen, Leute. Ist klar, du kannst da nicht einfach sagen, ich spiele jetzt Volibear, ich habe niemals Volibear gespielt und raste komplett aus. Sondern es sollte so sein, wenn ein Champion gebufft wird, dass seine Winrate im Normalfall, also wenn es ein nicht sehr populärer Champion ist, dass seine Winrate erstmal vielleicht etwas runtergeht. Oder dass die Playrate hochgeht und die Winrate gleich bleibt, weil die Leute erstmal diesen Champion ein bisschen lernen müssen. Nulu, direkt 10%. Das ist unglaublich viel und da hat der Typ recht, das kann nicht sein. Das sind, Leute, als ich das gesehen habe, als es jeder gesehen hat, jeder sagt auch gerade, jeder Pro-Player, das ist OP. Das wusste jeder. Das wusste jeder und es ist trotzdem auf den Live-Server draufgekommen. Gehen wir hier einmal weiter. Auch jetzt von einem Rattler. Overall, I would say that playtesters are at Riot do not get ignored. Also overall sagt er, dass die Playtester nicht ignoriert werden. Instead of playing the victim and complaining that we aren't getting listened to, instead we try to see how we can make our arguments. Ja, also er will jetzt hier sagen, er wird nicht ignoriert. Aber wir sollten halt eher sehen, wie wir etwas argumentieren. Also wie argumentiere ich, dass diese Nunu-Changes OP sind oder nicht OP sind oder halt gebannt sind, ne? Communication Feedback is a two-way street, ne? Kommunikation bzw. Feedback ist halt eine Straße mit, ne, kann man sagen, eine Autobahn mit zwei Dingens? Egal. Simply having the right feedback isn't enough. Also, das richtige Feedback zu haben, reicht hier nicht aus. We also need to do a good job of providing our feedback, because it is just as likely that a feedback can be wrong without proper proof, diligence, etc. Was er hier quasi sagen will, zu sagen, das ist OP, reicht nicht aus. Sondern ich muss auch sagen, warum ist es OP? Warum ist diese Änderung fucking OP? It is easy to make a bunch of... Warte mal. It is easy to make a bunch of claims and then only point to the one where we are right. Just see any Reddit knows balance, lala, das ist, okay, das ist irrelevant. Also es ist einfach eine Menge Sachen zu sagen quasi, ne, bunch of claims. Und dann einfach nur einen Punkt nehmen, wo man dann halt auch richtig liegt. But the better use for our effort is consistently being able to
to prove our feedback and really demonstrate and why and how we came to our conclusion. Ja, also was er hier im Großen und Ganzen sagen will, ist, ich kann nicht einfach sagen, es ist scheiße oder es ist nicht scheiße, sondern ich muss sagen, warum ist es scheiße und warum ist es nicht scheiße. Ja, und auf das Zitat werde ich mich jetzt auch gleich beziehen. Again, in this particular case with Nunu, yes, we thought this would be too much of a buff and we had low confidence in the change overall. However, we didn't do a good enough job of showing why oder how we came to our conclusion. Das ist so Bullshit. Ja, also hier steht quasi drin, dass bei dem Fall von Nunu die Playtester nicht in der Lage waren, gut genug zu sagen, warum es OP ist oder warum sie darauf kommen, dass Nunu mit dieser Änderung OP ist. Wie geht das? Wie geht das? Ne, das ist ja auch ganz nice. Der Typ meint hier, lalala, warte mal. Hier will er quasi einfach nur sagen, der Typ, ne? Er hätte ja nur zeigen müssen, dass man den Baron mit zwei Mann machen kann, mit Azir Nunu, und das in 3 Sekunden. Das sollte als Grund schon ausreichen. Leute, allein schon, wenn wir mal den Wert durchgehen, den Nunus W hat. Nunus W hat, glaube ich, eine Gold-Effektivität auf Max-Level von 4000 Gold. Oder was, 5000? Ich glaube, ja, 4000 Gold oder sowas. Ich glaube, oder 4,5, weiß ich nicht. Das ist extremst viel. Das kann man doch nicht machen. Leute, jeder auf Reddit sind fast nur Idioten. Also Idioten im Sinne von Low-Elo-Spieler, sag ich mal, ne? Weil, sehen wir mal, ich glaube, irgendwie 80% der Community besteht aus Low-Elo-Spielern. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall mehr als 50%. Deswegen seht ihr sehr viele Low-Elo-Spieler. Idioten war jetzt nicht darauf bezogen, dass die blöd sind, aber es sind halt schlechte Spieler. Und die sehen das auch. Die sehen das auch. Das geht einfach nicht klar. Ich finde, das hier ist eine Ausrede von Riot. Ja, aber jetzt passt auf, wir kommen jetzt zum ein Statement, wo ich leider nicht mehr die Quelle dazu habe. Und zwar hat der Typ gesagt, Riot möchte lieber große Änderungen haben und dann die Einwirkung darauf sehen, als lieber viele kleine zu machen. Vielleicht erinnern sich einige von euch daran, zum Beispiel wurde Ornn über mehrere kleine Patches immer gebufft. Immer hier ein Buff, da ein Buff und so weiter und so fort. Cho'Gath, mehrere kleine Patches, irgendwann war OP, ne? Ornn war auch OP. Vega, ich glaube, das war vor ein oder zwei Seasons, mehrere kleine Patches. Ja, ich meine, mehrere kleine Buffs und dann auf einmal OP. Ne, er hat irgendwie ein bisschen mehr Life-Rack bekommen, ich glaube, weniger Mana-Kosten und so weiter und so fort. Viele kleine Sachen. Und einerseits kann ich ja Riot verstehen. Ne? Wenn du einen großen Patch hast, kannst du, also wenn du eine große Änderung machst, kannst du viel mehr sehen, wie viele Einwirkungen das hat. Diesen Nunu-Buff, die Idee hinter dem Nunu-Buff finde ich nicht schlecht. Aber jeder hätte sagen können, dass diese Nummern viel zu hoch sind. Die Umsetzung ist kompletter Bullshit. Weil jetzt hast du einen Champion, den am Anfang, den einen Tag jeder spielt, jeder weiß, er ist OP, er ist gepermanent, aber du kriegst keine Informationen mehr rein. Du kriegst keine Daten mehr durch. Und das kann ich nicht verstehen. Das kann ich nicht verstehen. Man sollte immer den Mittelweg finden. Ich kann Riot verstehen, dass sie sagen, wir möchten nicht mehrere kleine Buffs machen, weil jeder Patch dauert eher 2 Wochen. Das heißt, um einen Champion zu balancen, wenn wir jetzt nur mal hier zum Beispiel nehmen, würde vielleicht 6 oder 8 Wochen dauern, wenn man ihnen halt 3 oder 4 Mal immer kleine Buffs gibt. Jetzt haust du einmal fett rein. Deine Community ist sauer, Ranks sind gefuckt, weil du immer Nunu bannen musst. Und du hast dann halt unglückliche Leute. Und du kriegst nicht genug Daten durch. Du kriegst nicht genug Daten durch. Leute, wisst ihr noch, als man Nidalee's Heal, ich glaube, man hat die Ratio 0,5% erhöht oder so. Das nennt man einen Placebo-Buff. Du willst den Leuten sagen, ey, der Champion ist gebufft. Die Leute denken, ey, geil, Nidalee wurde gebufft. Ich sollte sie wieder spielen, obwohl der Buff nicht wirklich viel ausgerichtet hat. Erhöht die Wounded um vielleicht 0,1% oder irgendwie sowas. Also es ist nicht viel. Ja, und ich finde, das geht einfach nicht klar. Da muss Riot einfach mal klarer drauf klarkommen, das hier auch mal richtig zu machen. Ich kann verstehen, dass sie große Buffs machen, aber OP-Buffs sollten nicht sein. Gerade bei einem Champion, der sehr einfach zu spielen ist, der mechanisch nicht anspruchsvoll ist. Ja, ich bin halt der Meinung, wenn jemand einen Champion gut kann, dann sollte der auch OP sein dürfen damit. Ne? Weil da steckt Zeit drin, da steckt Arbeit drin und irgendwie sollte man dafür auch belohnt werden. Als Beispiel, du hast einen Soraka-Spieler, der 50 Games gemacht hat. Der wird am Anfang fast immer noch so sein wie am Anfang. Halt zwar ein bisschen besser, ne? Sag ich mal, 50% Winrate, wenn er noch kein Game auf ihn gemacht hat. 50 Games auf Soraka, zwar 50% Winrate. Da hast du einen Yasuo-Spieler, startet mit 50% Winrate, hat 50 Games gemacht, spiked aber dafür auf 55% Winrate hoch, weil sein Champion mechanisch anspruchsvoller ist, er ist schwieriger zu spielen. Das heißt, er wird doch eher dafür belohnt, dass er mehr Zeit in diesen Champion reinschiebt. Aber ja, Leute, ihr könnt eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Ich bin dann aber auch erstmal weg. Tschüss, tschüss. Hau die rein und bis zum nächsten Mal.